Was haben Inflation, die derzeitige Energiekrise und der Sozialismus miteinander zu tun? Eine ganze Menge, denn je höher die Inflation, je schlimmer die Energiekrise, umso mehr werden uns bestimmte Herrschaften erzählen, dass das natürlich alles Schuld der Märkte ist, weswegen man die Märkte regulieren müsse, anders aufstellen müsse, dann wird schon alles wieder gut. Dabei wird natürlich verschwiegen, dass wesentliche Teile dieser Energiekrise wie auch der Inflation eben durch das Eingreifen derjenigen bedingt und ausgelöst war, die jetzt eben fordern, dass man die Märkte regulieren und irgendwie verändern müsse. Und das wiederum wird bedeuten, dass hier einiges sich verändern wird. Mein Kollege Hannes Zipfel hatte gestern in dem Artikel Eurozone und Euro-Schluss mit dem Weg, der in die Katastrophe führt, geschrieben. Die Mandatsüberschreitungen, die EZB ist ja jetzt unter anderem für Klimapolitik zuständig, da hat man überhaupt keine Ahnung, wird dadurch bestimmte Weichen stellen, die ziemlicher Quatsch sind und letztendlich ineffektiv sind, wie in so vielen Bereichen. Die Mandatsüberschreitung und die Machtgier der EZB sind zu einer Gefahr für unsere Demokratie geworden, das glaube ich auch. Das klingt nach Panikmache und Übertreibung, aber ein Blick nach China hilft zu verstehen, was aus Sicht unserer freiheitlichen Gesellschaft unbedingt zu vermeiden gilt. Ein System, das nur noch durch Interventionismus vor dem Schuldenkollaps bewahrt werden kann, neigt zur totalen Kontrolle, Überwachung, Entmündigung, Gängelung und letztendlich zur Enteignung. Das ist genau das, was derzeit passiert. Man versucht ja die Märkte schon zu kontrollieren, gewissermaßen planwirtschaftlich zu behandeln, so wie gestern das Philip Laney von der EZB eigentlich klar ausgedrückt hat. Der hat gesagt, ja, die Märkte machen irgendwie nicht das, was wir uns eigentlich erwarten, dass sie tun würden, durch unsere Forward Guidance, also praktisch durch unsere Zukunftsführung, vielleicht könnte man den Begriff Forward Guidance so übersetzen, die Prognosen eigentlich der EZB. Und die Märkte halten sich nicht dran, weil sie wissen, naja, das ist totaler Quatsch, was die Notenbank da sagt. Die sagt nämlich, die Inflation wird temporary sein, vorübergehend, und dann wird schon alles wieder normal. Das Problem ist, dass die EZB und andere Notenbanken bereits die Kontrolle verloren haben und die Anleihenmärkte spüren und wissen das und verhalten sich eben dementsprechend. Aber es zeigt, wie hier in die Märkte eingegriffen wird, soll, als könnte man als Chefvolkswirt, als könnte man als Notenbank wirklich ein so komplexes Gebilde wie die Realität wirklich steuern. Und dieses Gebilde ist derzeit so besonders komplex durch diese Lieferketten-Thematik. Da hängt alles irgendwie mit allem zusammen. Materialmangel, da passiert, da stürzte sprichwörtlich in China ein Sack Reis um. Und das hat dann hier massive Konsequenzen. Also da glaubt also jemand, er könne das alles beeinflussen. Gucken wir mal nach China. Da hat die chinesische Führung ja am 30. September gesagt, China ordnet an, alle Energiefirmen to secure supplies at all costs, also sie sollen kaufen, was das Zeug hält, egal wie hoch die Preise sind. Jetzt hat China gestern oder Peking gestern gesagt, ja, also das geht ja überhaupt nicht, dass hier die Märkte so teuer geworden sind für Kohle. Wir werden also da intervenieren, um hier diejenigen auch und werden diejenigen verhaften, die hier diesen Schaden angerichtet haben. Also es zeigt Sozialismus oder Kommunismus in 30 Worten, wie Zero Hedge das hier beschreibt. Und das bringt es genau auf den Punkt. Erst sagt man denen, kauft, was das Zeug hält, dann steigen natürlich die Preise, weil alle wissen, dass jetzt die chinesischen Käufer kaufen, was das Zeug hält. Und dann sind diejenigen schuld, die sozusagen eben gekauft haben. Das ist so ein Schwachsinn und da sind wir auch nicht mehr so weit entfernt, hat man das Gefühl. Kommen wir nun mal zu den anderen Konditionierten, nämlich zu denjenigen, die einer regulierten Börsenplanwirtschaft unterliegen, durch eben die FED-Liquiditätszufuhr, EZB-Liquiditätszufuhr. Hier sehen wir mal den Chart des S&P 500, immer wieder interessant, dass da Aufwärtsgaps zu verzeichnen sind und dann passiert eigentlich im US-Handel gar nicht mehr viel Aufwärtsgap und dann wird das verwaltet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, Mohammed Al-Erdian sagt ja, die Märkte sind erstaunlich resilient gegenüber der Abschwächung der Wirtschaft und der geringeren Sicherheit über die Geldpolitik der Notenbanken. Das zeige, wie tiefgehend die Investoren konditioniert sind in einer Welt, in der es keine Alternativen gibt. Das ist natürlich auch richtig, aber Konditionierung ist das, was sozusagen auch eine Form des Sozialismus ist. Das ist eine Art der Gehirnwäsche. Es gibt keine Alternative etc. Schauen wir uns mal gestern die Märkte an. Dow Jones im Plus, Nasdaq am stärksten im Plus.
mit dem S&P zusammen, gestern auch wieder mal Schwergewichte. Und wir sehen das Volumen, 47 Millionen Kontrakte im Spider, im maßgeblichen ETF. Das ist eines der geringsten Volumen, das wir hatten. Es ist auf jeden Fall das geringste Volumen im Oktober. Also das war doch eine sehr dünne Suppe, die wir da gestern gesehen haben. Spiegelbildlich zu den Gaps bei den Indizes, etwa dem S&P 500, sehen wir hier mal den VIX. Gap nach unten, also die Vola an den Märkten. Und wir sind jetzt wieder in dieser Abwärts-Wedge, in diesem fallenden Wedge, wie Sie das unten sehen. Auf der anderen Seite sehen wir oben im RSI eine positive Divergenz. Also es könnte sein, dass da Vola bald reinkommt, denn die Entfernung zwischen der Realität und den Märkten ist wieder relativ groß. Da haben wir eine Wirtschaftsabschwächung, wir haben eine Notenbank, die eben nicht mehr Zusatzliquidität reinpumpt, sondern die zusätzliche Liquidität tendenziell verknappt und möglicherweise sogar die Zinsen anheben muss. Also das ist eben schon eine andere Situation als in Corona, als die Notenbanken bei einer praktisch kollabierenden Wirtschaft all in mit Liquidität gegangen waren. Und für die Investoren ist das irgendwie schwierig zu handhaben. Wir sehen die Wirtschaftserwartung, die ist negativ jetzt das erste Mal seit einem Jahr. Man hat also praktisch jetzt die Wunderökonomie ein bisschen wieder in Frage gestellt, aber behält weitgehend seine Position. Hier sehen wir die Aktienpositionierung ist nach wie vor extrem hoch. Und nach wie vor gibt es eine durchaus auch bullische Stimmung. Fundstrat etwa sagt, ja, S&P 500, da heben wir mal das Jahresendziel auf 4.800 Punkte an, weil das Umfeld eben risikofreundlicher geworden sei. 7% noch nach oben könnte es gehen. Auch die Markttechnik habe sich verbessert, nachdem der S&P 500 die 50-Tages-Linie wieder hat erobern können. Also da ist ein gewisser Optimismus. Der steht allerdings in Gegensatz zu dem, was wirtschaftlich sich derzeit abspielt. Atlanta Fed GDP Now, praktisch so eine Art Realtime-Ticker für das, was Wirtschaftsprognose für ein Quartal betrifft in den USA. Und da sind wir jetzt nur noch bei 0,5% am 15. Oktober. Also vor wenigen Tagen waren wir noch bei 1,2%. Wir sehen einen regelrechten Absturz hier. Und das ist eben bedingt durch Lieferkettenprobleme, Materialmangel. Sie kennen die Leier und das ist nicht unerheblich. Und das fällt jetzt auch den etwas geistreicheren Notenbankern auf, etwa Waller hier, der sagt, ja, also diese Bottlenecks, diese Flaschenhälse, die haben länger gedauert, als ich prognostiziert habe, als fast alle anderen prognostiziert haben und niemand weiß, wann das aufhören wird. Wow, da lässt jemand die Zukunft offen und sagt nicht wie die EZB, wir wissen, wie die Zukunft aussieht. Auch Barkin von der Richmond Fed ist nicht mehr so sicher und sagt, ja, das ist hier ein Riesenproblem, das wir auch mit Arbeitskräften haben. Und das wird auch nicht schnell vorbeigehen, dieses Problem. Heute kommen 6 Fed-Speaker und manche werden uns versichern, dass all das natürlich transitory ist und wieder vorbeigeht. Kommen wir zur US-Politik, die dann auch für die Finanzmärkte relevant ist. Jetzt dieses Streiten um Bidens Infrastrukturpaket, jetzt wohl nur noch 1,75 bis 1,9 Billionen, soll es umfassen. Nach neuesten Berichten, Facebook will sich umbenennen in The Verge. Das ist einem Versuch vielleicht, das inzwischen leicht angeschlagene Image ein bisschen zu verbessern. Elizabeth Warren hat gesagt, also wir können nicht Facebook das Managing einer Cryptocurrency überlassen. Also das Vertrauen in Facebook ist nicht nur bei Elizabeth Warren vielleicht ein bisschen gestört. Wir sehen jetzt an eine Rallye bei den chinesischen Tech-Werten, Alibaba, Baidu deutlich nach oben, Alibaba neue Cloud-Produkte vorgestellt, da gibt es also eine gewisse Euphorie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Rohstofffutures fallen, so etwa Cooking Coal 9%, wir sehen also Kohle fällt, wir sehen Aluminium fällt um 3%, wir sehen andere Metalle, Zink etc., Tin, also Kupfer, Aluminium, Nickel, all diese Dinge, die fallen, aber gleichzeitig hat Chinas Notenbank oder Chinas Presse sagt, ja, also eine Zinssenkung, das ist in China, gibt es nicht den Leitzins wie bei uns, sondern gibt es praktisch das, was die Banken als Sicherheit für die Ausgabe von Krediten hinterlegen müssen, aber da sozusagen diese Sicherheitshinterlegung zu reduzieren, das wird wohl nicht mehr erwartet. Das ist praktisch eine klare Ansage an eine Lockerung der Geldpolitik. Jetzt jedenfalls sehen wir aber, dass eben zumindest kurzfristig jetzt dieser Interventionismus der Chinesen, ja, wir
wollen da einmal ein bisschen dagegen agieren, dass die Preise steigen, die wir selber hochgeredet haben. Das hat kurzfristig Erfolg, wird aber wahrscheinlich mittel- bis langfristig keinen Erfolg haben, weil schlichtweg Mangel herrscht, eben an Kohle, an vielen anderen Dingen. Dementsprechend wird das nicht lange dauern, nach meiner Einschätzung. Die obersten Führer Chinas, die Kommunistische Partei, wird sich jetzt zwischen dem 8. und dem 11. November treffen. Da wird man mal so die neue Situation besprechen, möglicherweise auch den Immobilienmarkt. Wir sehen, dass jetzt die Preise in den First-Tier-Cities, also das sind die fünf großen Megacities in China, sind unverändert gegenüber dem Vormonat. Dagegen Second-Hand-Prime, Home-Prices, also wenn sozusagen nicht Neubauten, sondern Bestandsimmobilien, da fallen die Preise selbst in diesen Megacities, in den weniger großen Städten, Tier 2, Tier 3, Tier 4 und Tier 5, sind die Preise ja deutlich am Fallen teilweise. Das zeigt, wo es lang geht. Und China hat ja klar gemacht jetzt, da man so hohe Energiepreise hatte wie Europa, die Amerikaner sind da noch ein bisschen besser aufgestellt, dass man eben die Kohleproduktion jetzt massiv nach oben fahren wird. Hier ein verständnisvoller Artikel im Tagesspiegel. Ja, Deutschland würde auf den Energiemangel genauso reagieren. Da bin ich mir nicht mal sicher, meine Damen und Herren. Jedenfalls will China auch, das hat heute das Energieministerium gesagt, die erneuerbaren Energien so weit wie möglich rauffahren. Aber das Land braucht schlicht Energie. Deswegen nimmt man alles, was kommt. Ich hatte schon öfter erzählt, dass hier teilweise Stromkontingente verteilt werden an Firmen. Die können dann nur noch so lange produzieren, bis das aufgebraucht ist. Dann müssen sie die Produktion stoppen. Dann hat das massive Konsequenzen für Lieferketten, Materialmangel, weil viele Dinge dann einfach nicht mehr hergestellt werden. Die Firmen in Europa reagieren jetzt auf die aktuelle Lage in Sachen Rohstoffe. Nestle etwa, größter Nahrungsmittelkonzern der Welt, wenn ich mich nicht täusche, hat jetzt gesagt, man würde die Preise anheben in einer verantwortungsvollen Weise. Das ist sozusagen das Gegenstück zu dem Transitory Speak der Zentralbanken, verantwortliche Weise, gell? Und wir sehen auf der anderen Seite jetzt einen Kommentar, der zeigt, dass wir wahrscheinlich doch vor einem deutlichen Anstieg der Ölpreise stehen. Der Ölpreis hat sich ja nicht so stark nach oben entwickelt wie viele andere Rohstoffe. Ja, übergeordnet und langfristig wird Öl wahrscheinlich nicht das Asset der Zukunft sein, wenn dieser Umstieg auf Elektromobilität gelingen sollte. Jedenfalls sehen wir, dass auch in den USA inzwischen gewarnt wird vor leeren Gasspeichern. Da könnte ein Armageddon folgen, heißt es. Und hierzulande, also in Deutschland, sagen die Grünen, also wir sind dagegen, dass jetzt hier Nord Stream 2 zu schnell genehmigt wird. Ja, das kann man machen. Es wird ein kalter Winter und der Putin lächelt da schon mal ein bisschen selig, weil er sich denkt, oh Mann, die sind ja wirklich super schlau, die Deutschen. Und dann können die vielleicht auch einmal frieren, damit sie merken, wie schlau sie sind. Aber das ist natürlich Polemik. In den USA übrigens sehen wir anhand von einem Lebensmittelkonzern, oder mehrere Lebensmittelkonzerne warnen, dass die Leute beginnen zu horten, also Lebensmittel zu horten, weil eben sie merken, die Preise werden steigen weiterhin für diese Lebensmittel, also kaufen sie besser jetzt. Und das kennen wir vielleicht aus der Corona-Krise. Wer nicht hortet, hat dann trotzdem irgendwie den Nachteil, etwa Klopapier. Wer nicht gehortet hat Klopapier, der hat dann irgendwann keins mehr bekommen. Das ist sozusagen die Krux bei dieser ganzen Geschichte. Dementsprechend ist Horten dann fast schon wieder rational, muss man sagen. Also eine fast absurde Situation. Und wie absurd die derzeit die Preisentwicklung ist, die Erzeugerpreise heute aus Deutschland auf den höchsten Stand seit 1974 gestiegen, und zwar deutlich über der Erwartung. 2,3% zum Vormonat gestiegen, erwartet war nur 1,0%. 1,0 zum Vormonat ist schon ein richtiger Schlag. Aber 2,3% ist dann wirklich außergewöhnlich, und die Erzeugerpreise zum Vorjahresmonat um 14,2% zum Vorjahresmonat gestiegen, vor allem weil Erdgas pusht. Wenn Sie wollen, schauen Sie sich das auf Finanzmarktwelt an. Ganz frischer Artikel. Und noch eine Empfehlung, meine Damen und Herren: Inflation steigt weiter. Ist das schlecht für die Aktienmärkte, gut für Gold und Bitcoin? Da hat Hendrik Liebert, der Vermögensverwalter, sich dazu geäußert in einem Artikel mit einem Interview bei Mission Money. Fand ich sehr, sehr interessant. Wäre gespannt, welche Meinung Sie dazu haben, ob Sie das ähnlich sehen wie Leber mit seinen Aussagen. Wenn Sie die Zeit haben, schauen Sie sich das an. Das lohnt sich. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in den Tag. Unter dem Video wieder verlinkt dieses Interview, by the way. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch und sage Servus und Ciao.